Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Markus, zuständig für das NEOM Connect Energiemanagement. Wie uns der Tom schon erzählt hat, gibt es in Zukunft viele neue Funktionen, die in unseren Skill Grid, in unseren Skill Club mit reinkommen. Und beide Skills, Grid und Club, werden ja von unserem Energiemanagement Connect gesteuert. Und in dem Zusammenhang möchte ich euch heute ein ganz spezielles Thema präsentieren. Dazu möchte ich euch mal kurz mitnehmen auf eine Übersicht, wie schaut denn das Energiesystem für unsere Kunden aus? Wenn wir hier den Kunden in der Mitte sehen, war das bisher relativ einfach für den Kunden. Der hatte die typischen Verbraucher im Haushalt, also die Großverbraucher waren maximal die Waschmaschine, der Trockner, und der hatte einen statischen Stromtarif. Ein Stromtarif, den er noch dazu fast nie gewechselt hat. Dann hat dieser Kunde eine PV-Anlage gekauft und sich einen NEOM-Speicher zugelegt. Und mit diesem NEOM-Speicher und der PV-Anlage kamen dann auch oft zusätzliche elektrische Verbraucher hinzu. Elektrische Verbraucher wie ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder auch ein Heizstab, der elektrisch betrieben wurde, um das Warmwasser aufzubereiten. Wenn sich der Kunde dann genauer beschäftigt hat mit all diesen Themen, dann hat er auch entdeckt, es gibt dynamische Strompreise. Immer mehr Kunden entdecken das Thema dynamische Strompreise, wo sie auch an den Preisschwankungen mitpartizipieren können. Das heißt, viele Kunden legen sich gerade einen dynamischen Bezugstarif zu und viele Kunden überlegen sich auch jetzt einen dynamischen Einspeisetarif zu nutzen. Aber nicht nur dynamische Strompreise, sondern auch Energiegemeinschaften, wie wir gerade vom Tom gehört haben, sind ein riesiges Thema und die Wachstumsraten sind hier riesig. Und in Zukunft werden wir auch noch sehen, dass ganz viele Kunden ihren Speicher auch noch für Flexibilitätsvermarktung nutzen. Und ihr seht schon, dieses komplexe Energiesystem für unsere Kunden bietet zwar viele Möglichkeiten, viele Chancen und viele Vorteile, aber der Kunde stellt sich auch viele Fragen in dem Zusammenhang. Fragen wie zum Beispiel, wann ist es denn der beste Zeitpunkt, mein Auto zu laden? Oder die Frage, soll ich jetzt den Strom von meiner PV-Anlage besser ins Auto schicken oder besser meinen Speicher damit aufladen? Oder die Frage, vielleicht soll ich sogar meinen Speicher zu günstigen dynamischen Strompreisen aus dem Netz vollladen? Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind, Fragen, für die der Kunde Informationen braucht. Informationen, wie ihr sie hier auch seht, Informationen wie, wie viel produziert denn meine PV-Anlage überhaupt jetzt heute und morgen und in den nächsten Tagen? Wie viel verbrauche ich denn überhaupt jetzt in den nächsten Tagen? Und wie viel muss ich denn den Speicher dann vollladen? Lohnt es sich, den Speicher vielleicht vollzuladen mit einem sehr günstigen Netztarif? Ab wann lohnt sich das? Oder vielleicht soll ich sogar den Speicher nutzen, um in das Netz einzuspeisen und hier mehr Profitabilität zu erlangen? All das sind Fragen, die sich der Kunde stellen muss, aber Fragen, die nicht so einfach zu beantworten sind. Ich möchte euch nur mal ein kurzes Beispiel geben. Nehmen wir mal das Beispiel her, wann ist denn der beste Zeitpunkt für den Kunden, sein Elektroauto zu laden? Natürlich ist der beste Zeitpunkt dann, wenn die Sonne scheint, ich lade mein Elektroauto mit PV-Strom. Da fängt es aber dann schon an. Ich muss prüfen, produziert die PV-Anlage überhaupt genügend PV-Strom, damit mein Auto vollgeladen werden kann? Sonst kann es passieren, dass ich am nächsten Tag mit einem halbgeladenen Auto dastehe und nicht weit komme. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch prüfen, kann die PV-Anlage so viel produzieren, dass sie nicht nur das Auto, sondern auch den Speicher vollladen kann. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn am nächsten Tag nicht die Sonne scheint und ich den Speicher brauche, damit ich meinen Eigenbedarf decken kann. Aber wenn ich den Eigenbedarf aus dem Speicher decken muss, soll ich mir auch vielleicht anschauen, ob es nicht günstiger wäre, den Speicher mit günstigem Netzstrom zu laden. Nämlich wenn der Strom günstiger ist aus dem Netz. Aber bevor ich das tue, müsste ich mal prüfen, wie viel brauche ich denn überhaupt am nächsten Tag an Energie, damit ich den Speicher nicht zu voll lade und nicht zu viel Strom aus dem Netz beziehe, den ich dann gar nicht brauche. Gleichzeitig müsste ich aber prüfen, bevor ich den Strom aus dem Netz beziehe, bekomme ich den Strom vielleicht nicht auch billiger von der Energiegemeinschaft. Dazu muss ich die beiden Tarife vergleichen, den günstigen Netztarif mit dem Tarif von der Energiegemeinschaft. Um das zu tun,
muss ich aber auch die Netzgebühren miteinander vergleichen. Und da ist Vorsicht geboten, weil die Netzgebühren der Energiegemeinschaft sind zum Glück günstiger als die Netzgebühren vom Netz. Aber wenn man das tut, muss ich natürlich auch prüfen, wenn ich aus der Energiegemeinschaft Strom beziehe, liefert die Energiegemeinschaft denn überhaupt genug Strom zu dem Zeitpunkt, wo ich sie beziehen möchte, um den Speicher zu laden? Und noch zu guter Letzt müsste ich dann auch noch prüfen, vielleicht macht es denn auch Sinn, wenn ich den Speicher schon volllade, dass ich irgendwann mal zu sehr hohen Preisen Strom in das Netz einspeise, um dann mehr Profit zu bekommen. All das sind Fragen, die müsste der Kunde mehrmals täglich sich beantworten. Das heißt, er müsste all diese Daten mehrmals täglich evaluieren, um dann die richtigen Einstellungen zu treffen. Und das ist natürlich jetzt nicht praktikabel. Ihr seht schon hier auf dem Bild, unsere Kunden fühlen sich manchmal so wie vor einem riesen Schaltpult mit Hunderten, mit Tausenden von unterschiedlichen Knöpfen, die sie dann täglich mehrmals bedienen müssten. Und dann wissen sie gar nicht, wie sie die Knöpfe richtig bedienen, weil sie die ganze Flut von Daten auch gar nicht auswerten können. Wir merken das momentan auch deswegen, denn unser Support-Team ist momentan deswegen auch sehr, sehr überlastet, weil sie Anrufe von unseren Kunden bekommen und sagen, was ist denn das Beste? Genau das, wie stelle ich denn die Regel ein, damit ich den höchsten Profit bekomme? Und oft ist es auch so, dass der Kunde diese Einstellungen gar nicht machen kann, aus Zeitgründen, aus Informationsgründen. Und deswegen möchte ich euch heute hier die Lösung präsentieren, die wir als NEOM dafür entwickelt haben. Das ist die Intelligenz, die künstliche Intelligenz von NEOM, die diese Einstellungen völlig automatisiert mehrmals täglich für den Kunden durchführt, um für den Kunden die höchste Profitabilität, die höchste Sicherheit und den maximalen Komfort zu gewährleisten. Aber ich möchte euch hier mal erklären, wie NEOM Connect AI funktioniert. NEOM Connect AI wird in Zukunft in allen unseren Energiemanagementsystemen inkludiert sein. Also wenn ihr NEOM Connect nutzt, werdet ihr in Zukunft sehr bald auch sehen in der App, dass NEOM Connect AI hier mit integriert ist. Und ich möchte euch hier mal erklären, wie das Ganze funktioniert. NEOM Connect AI nutzt die Daten vom Kundenstandort. Das heißt, all die Daten wie die Produktion, die Größe der PV-Anlage, die Größe des Speichers, wie viel Strom braucht denn der Kunde typischerweise zu bestimmten Tageszeiten, Uhrzeiten, Jahreszeiten? Wie viel Strom wird produziert bei gewissen Wetterbedingungen? Welche Stromtarife hat denn der Kunde? Ist er Teil einer Energiegemeinschaft? Wie groß ist der Speicher? Wie wird der Speicher typischerweise genutzt? Wie viel Strom wird der Haushalt verbrauchen in den nächsten Tagen, Wochen? All diese Daten nimmt Connect AI und übergibt sie und transformiert sie in einen sogenannten digitalen Zwilling. Der digitale Zwilling ist ein Abbild in der digitalen Welt von dem realen Kundenstandort. Und mit diesem digitalen Zwilling macht Connect AI Optimierungen. Das heißt, Connect AI hat Optimierungsziele. Das ist eben, wie gesagt, der Profit, die Sicherheit und der Komfort. Und mit diesen Optimierungszielen macht Connect AI jeden Tag für jeden Kundenstandort millionenfache Simulationen pro Tag. Und aus diesen Simulationen ermittelt Connect AI völlig automatisch jene Simulation, die am besten dafür geeignet ist, diese Optimierungsziele zu erreichen. Was passiert mit dieser besten Simulation? Die nutzt Connect AI, um einen Steuerfahrplan zu definieren, einen Steuerfahrplan zu erzeugen, wie denn um diese Simulation am besten erfüllen zu können, wie denn die Batterie angesteuert werden muss von dem Energiemanagement und wie die Verbraucher angesteuert werden müssen. Dieser Steuerfahrplan wird dann in den Realstandort hochgeladen und auf dem Beam, der die Zentrale beim Kundenstandort ist, ausgeführt. Sollte dann der Beam und Connect AI erkennen, es gibt hier Abweichungen von der originalen Simulation, die genutzt wurde, nämlich es wird
mehr Energie verbraucht als prognostiziert, so wird ConnectAI automatisch sofort eine neue Simulation anstoßen, nochmal millionenfach simulieren, was ist denn unter diesen neuen Bedingungen jetzt die beste Simulation und völlig automatisch diese neue Simulation dann wieder hochladen als neuen Fahrplan, um diesen dann auszuführen. Mit diesem Konzept erzielen wir eben die höchste Profitabilität, die beste Sicherheit und den besten Komfort für unsere Endkunden. Was ist denn der Vorteil dann? Wie gesagt, es ist der Assistent, der diese ganzen Schieberegler für den Kunden völlig automatisch bedient. Der Kunde muss sich dann deswegen nicht mehr darum kümmern, ist nicht mehr überfordert mit diesen ganzen Daten, die er auswerten müsste, um dann selbst Entscheidungen treffen zu können. ConnectAI passt sich auf die individuellen Situationen auf den Kundenstandort an. Wenn zum Beispiel jetzt der Kunde eine Wärmepumpe installiert und die viel mehr Strom benötigt, als bisher Strom verbraucht wurde, dann erkennt das ConnectAI, berücksichtigt das in den Simulationen und macht daraus einen darauf adaptierten Fahrplan. ConnectAI reagiert auch situationsabhängig. Gehen wir mal davon aus, die Familie von dem Standort fährt in den Urlaub und hat dann natürlich an dem Standort weniger Stromverbrauch. Das erkennt ConnectAI automatisch und stellt dann die Schieberegler so ein, dass der Strom halt dann zum Beispiel mehr für die Direktvermarktung genutzt wird oder mehr in die Energiegemeinschaft eingespeist wird. Das heißt, und das haben Simulationen, die wir hundertfach, tausendfach durchgeführt haben, auch bestätigt, ConnectAI trifft immer eine bessere Entscheidung, als das der Kunde selber machen könnte durch manuelle Einstellungen. Denn ConnectAI macht tausendfache Einstellungen pro Tag, die ein Kunde gar nicht praktikabel durchführen kann. Dadurch ist ConnectAI auch zukunftssicher für neue Anwendungen, die wir vielleicht jetzt auch noch gar nicht kennen und die in Zukunft das Energiesystem bringen werden. Und das ist sozusagen die Basis für neue Dienste. Neue Dienste, von denen nicht nur unsere Endkunden profitieren, sondern von denen auch ihr profitiert als Systempartner, weil diese Dienste natürlich dann auch neuen Preismodellen folgen werden und diese neuen Preismodelle auch von euch genutzt werden können, beziehungsweise ihr durch das Partnerbonusprogramm profitieren könnt. Stichwort profitieren, da gibt es einen meinen Kollegen, den Martin Riegler, der wird euch jetzt noch mehr Themen präsentieren, von denen ihr als Systempartner profitiert. Bin ich am Ende meiner Präsentation bedankt und recht herzlich. Martin, was hast du uns erzählt?